Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Train Simulator. Wir fahren heute die Baureihe 218 in einem Szenario, das mitgeliefert wird für die Strecke Kiel-Lübeck. Wir fahren heute einen Sonderzug und folgen dem Muster des RE83. Und ich dachte mir, wir fahren halt eben heute mal zusammen die 218, damit wir uns ein bisschen einstimmen können auf die 218 im Train Simulator, im TSW, die ja bald irgendwann erscheinen wird. Irgendwann demnächst, in den nächsten Wochen und Monaten oder Monaten. Dementsprechend fahren wir mal zusammen die 218. Und ich würde sagen, wir rüsten einfach mal auf und beginnen. So, Fahrtrichtungswende nach vorne gestellt. Türen mit der Taste T auf. So, Bremse können wir schon mal lösen. Bremse ist gelöst. Ja, ein bisschen sollten wir vielleicht noch die direkte Bremse anziehen. So, dann machen wir noch die Lichter an. Na? So, ich glaube, dreimal weiß es an. Jawohl. Schalten uns die Instrumentenbeleuchtung noch an mit der Taste I. Dann die Motoren laufen schon. Genau, ne, also das passt soweit. Das ist der Sandstreuer. Sehr schön. Lind kommt da auch vorbei. Fahrplanleuchte. Was bist du? Caplight. Ja, ist an. Headlight. Der Leistungsschalter, den können wir nicht umlegen an dieser Stelle. Throttle Wheel, okay, gut, das ist dann hier schon das Ding. Schalten uns die PZB noch an. Jawohl, obere Zugart, das passt soweit. So, PZB wachsam macht zwar leider keine Geräusche, aber okay. So, Pünktlichkeitsbonus, die Türen würden jetzt eigentlich zugehen. Das tun sie auch. Dementsprechend lösen wir die Bremsen und fahren los. Noch einmal ganz kurz geguckt. Ich glaube, wir können hier nicht zwischen Streckengang und Rangiergang umstellen. Beziehungsweise Schnellgang und Langsamgang. Einmal kurz geguckt, ob tatsächlich keine Bremsen mehr angelegt sind. Ja, wir werden nicht merklich langsamer. Das passt also. Dann sind keine Bremsen angelegt. Und der Steuerwagen hinten funktioniert auch. Der bewegt sich auch. Zweimal rot hinten an. Wir dürfen ausfahren mit 60. Befreien uns mal aus der Überwachung. Und fahren los. Unser nächster Halt ist Preetz in 17 Kilometern. Ab hier sogar 90, die wir fahren dürfen. Und wir nehmen die Leistung raus. Ja, ganz leicht lassen wir sie aufgeschaltet. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Das ist die etwas einfachere Variante der 218 von Virtual Railroads, die es bei Steam gibt. Also das ist die Steam-Version der 218. Allerdings nicht die von DTG. Ich glaube, es gibt nämlich eine DTG-Version. Wir haben hier die von VR.
Allerdings, wie gesagt, nicht die aus dem VR-Shop selbst, sondern eben die etwas einfachere Variante, die es bei Steam gibt. Ja, Strecke ist Kiel-Lübeck. Wäre auch eine schöne Strecke für den TSW, oder? Kiel-Lübeck. Das Ganze ist jetzt keine wirkliche Preview in diesem Sinne, weil das ist halt ein anderes Spiel, das ist ein anderes Modell. Das ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit dem, was wir im TSW dann haben werden. Es sollte eher so eine kleine Einstimmung sein auf die 218. So ein bisschen, was uns vielleicht erwarten könnte, worauf wir uns da eventuell freuen können. So vom Fahrgefühl her, vom Führerstand können wir uns da schon ein bisschen im Führerstand umgucken und auskennen. Im TSW werden natürlich die ganzen Schalter hier alle bedienbar sein. Ob sie was tun werden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber genau. Das kennen wir ja dann. Ansonsten hinten der Führerstand, wir können uns nicht weiter nach hinten drehen. Also nicht weiter als das. Fenster. Ja, ich glaube, Fenster gehen nicht auf. Tür auch nicht. Ah, das lässt sich bedienen. Ja, immerhin. Oh, wir sind zu schnell. Aber wir müssen nicht hier anhalten, nein. So 80. Die Strecke hat jetzt, glaube ich, auch kein Update oder sowas aus der Community. Ich habe jetzt kein Update hier drauf gezogen. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel Arbeit. Ich glaube, das ist einfach die Vanilla-Strecke. Und 120 ab hier. Nämlich ab jetzt und ab hier sogar 140. Fahrzeit sind ungefähr so 20 Minuten angesetzt, Pi mal Daumen. Was ist eigentlich Vmax der 218? Ich denke mal, es werden 140 km/h sein. Ja, 140 km/h tatsächlich. So 8 km noch bis Preetz.
TSW werden ja dann die N-Wagen mitgeliefert, mit dem Karlsruher Kopf als Steuerwagen, mit dem Dieseltisch. Freue ich mich auch schon drauf. Aber Star des Abends wird dann die 218 natürlich selbst sein. Ah, da freue ich mich schon sehr drauf, die dann im TSW zu haben. Toll. Na, so ein paar Bilder von der Seite vielleicht. Ja, da ist immer das Gestrüpp im Weg. Ja. So, noch 2 Kilometer, 3 Kilometer noch bis Preetz. Ankündigung auf 100. So. Preetz ist noch 1 Kilometer entfernt. Wir werden ungefähr mit 60 am Bahnsteigsanfang einfahren. Und wir halten an. Einmal am besten direkt an der Überdachung. So. Und die Türen auf. Sehr schön, hier in Preetz. Ja, nicht viel los. Türen werden wohl gleich automatisch schließen. So, Türen sind zu. Und dann
können wir losfahren. Nächster Halt ist Reisdorf. Ausfahrt mit 50. Und danach können wir sicherlich wieder auf 100 beschleunigen. So, der ganze Zug ist runter von der Weiche und hoch auf die 100. Der nächste Halt dann in 5,5 Kilometern. Schön, oder? Also ich mag das. Ich mag die 218 von außen sehr. Sie sieht wirklich sehr schön aus. Formschönes Modell. Das sind doch die Hocheinstiegs-Dostos, ne? Die werden sich ja sehnlichst gewünscht im TSW. So, Reisdorf ist nur noch 2 Kilometer entfernt. Leistung können wir schon mal runternehmen. ZB wachsam drücken, runterbremsen auf unter 85, Ankündigung auf 50, so, und Reisdorf ist noch 1,2 Kilometer entfernt. Bremsen ganz leicht rein. Wann sollen wir da sein? Um 16.29 Uhr. Ja, sieht so aus, als würden wir pünktlich ankommen. Halt zu erwarten. Hertz Magnet ist auch an.
So, es ist jetzt 16.29 Uhr. Und wir halten an. Geben die Türen frei. Signal ist rot. Vermutlich kommt uns ein Zug noch entgegen, auf den wir hier warten müssen. Ja, kommt jemand von euch hier aus der Gegend? Frage ich mich. Wenn ja, gerne mal immer einen Kommentar dazu schreiben. Sowas im Sinne von, oh ja, das Bahnhofsgebäude, das sieht auch in Realität so aus. So, Türen sind, glaube ich, mittlerweile zu. Sind von alleine zugegangen, aber wir haben halt zu erwarten. Wir können aber mal beim Fahrdienstleiter nachfragen. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Wirklich? Da wird's eingleisig. Okay, es kommt uns aber kein Zug entgegen. Dann können wir tatsächlich fahren, auch wenn das von der Signalstellung ein bisschen sketchy ist, sagen wir es mal so. VMAX 25, weil wir 500 Hz Beeinflussung haben. Ich werde jetzt mal PZB-Befehl 40 drücken. Wenn ich nicht glaube, dass der Leuchtmelder anspringen wird, aber mal gucken. Ich hoffe, dass das Signal, dass das Szenario jetzt nicht hier beendet wird. Okay, Befehl 40 leuchtet, dann können wir es loslassen. Leuchtmelder verlischt. Dann können wir einmal auf die 45 hoch. So, wenn die 1000 Hz Beeinflussung gleich weg ist, dann können wir hoffentlich beschleunigen. So, okay. Und wir sind auch direkt befreit. Dann einmal hoch auf 100 km/h. Nächster Halt ist dann Kiel. Und zwar in 8 Kilometern. Dann sind wir auch schon da. So, 100 sind erreicht. Wir nehmen die Leistung wieder raus. Kleiner Gleisanschluss hier rechts an die Industrie, glaube ich. Die Strecke am TSW hätte wirklich was. So eine eingleisige Hauptbahn, die aber nicht so langsam ist wie die Maintalbahn. Wäre schon nicht übel. So, da war halt zu erwarten.
Mal schauen. Wieso, weshalb, warum? Ich glaube, das Signal ist für uns. Ich kann das Signalbild aber noch nicht erkennen. Das sieht aber aus wie ein 500 Hertz Magnet hier vorne. Schauen wir mal, ob wir eine Beeinflussung bekommen. Ja, das Signal zeigt Halt. Ja, jetzt sehe ich es auch. Da wird gebaggert. Und wir halten bündig vor dem Signal an. Und zwar jetzt. Okay, warum halten wir? Da sind wir. Unser Gleis erscheint mir frei. Ja, doch, dann rufen wir nochmal den Fahrdienstleiter an. Und okay, jetzt stand da Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Das Signal zeigt aber gar nicht mehr Halt. Ich werde aber trotzdem mal mit Befehl 40 drüber fahren, auch wenn das jetzt theoretisch nicht notwendig ist. Aber da bin ich mir nie ganz sicher im Simulator, gerade bei den DTG-Strecken, ob da jetzt alles signaltechnisch korrekt ist. Deshalb werde ich da jetzt einfach mal mit Befehl 40 drüber fahren. Ich denke, es sollte aber nicht aufleuchten. Aber mal schauen. Nee, okay, ist nicht aufgeleuchtet. 500 Hertz Magnet ist aus. So, befreit haben wir uns auch. Dann können wir aber mit den 100 weiter durchziehen. So, hallihallo. Und dann sind wir auch schon kurz vor Kiel. Der hat sicherlich auf uns gewartet. Von außen ist die Lok gar nicht so laut, aber im Führerstand rattert und rüttelt es ordentlich, ne? Gefällt mir. So, Ankündigung auf 70. Und nochmal, auch da kein Magnet. Ganz leicht über 70, 72 fahren wir gerade. Ich glaube, es geht auch leicht bergab. Ja. Und ab hier gelten die 70. Da ist der Fernsehturm von Kiel. Ab hier. Oh, das ist auch eine interessante Eisenbahnkreuzung. Also hier wirklich eine Kreuzung an dieser Stelle und keine Weiche. Kommt auch, glaube ich, in Deutschland eher selten vor, oder?
Und ab hier dürfen wir wieder 90 fahren. Kiel ist noch 2 Kilometer entfernt. So, ich würde sagen, wir rollen einfach mal, bis wir 80 erreicht haben. Brauchen da gar nicht Leistung aufzuschalten. Haben wir sowieso eine Beeinflussung. Hier ist es auch ein bisschen elektrifiziert. Das stehen da links, Intercity-Wagen da rechts. Und die Ankündigung auf 30. So wie die Ankündigung von Halt, aber das ist sowieso ganz klar, weil wir auf einen Prellbock zufahren. So, ankommen sollten wir um 39. Gut, dann kommen wir halt mit 2-3 Minuten Verspätung an. Ist aber auch okay. Ohne 294. Nee, mit 261. Mal hinein in den Kieler Hauptbahnhof. Wofür steht das hier? Das wird ja wohl eine Richtungsanzeige gewesen sein, aber was soll denn Richtung O sein? So, da sind wir in Kiel. Jawohl, machen die Türen auf. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder aus dem TSV. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.